テーブル。Ja, und Tisch und Zellen, willkommen zu Part Nummer 2 von der Spielanalyse gegen den Linkshänder. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht entdeckt habt, der gibt es auch auf unserem Kanal. Wundert euch nicht, dass das Video jetzt schon was länger ist. Es ist nur ein Satz, aber der geht sehr weit in die Verlängerung, deswegen halt die Länge des Videos. So, erster Satz habe ich knapp mit 11:9 gewonnen, viele Informationen gesammelt, lange Aufschläge in die Vorhand, hat er wenig Fehler gemacht, öfters hat er Fehler gemacht, wenn ich ihm viel Unterschied gegeben habe. Er bleibt sehr viel am Tisch stehen und übt da den Druck aus, gerade vor allen Dingen mit der Vorhand. Ich wollte eher mit meiner Rückhand wieder das Spiel eröffnen, wollte auch mal kurz Unterschied aufschlagen, um dann dran eine Eröffnungstopsen zu machen. Durchaus aber auch mal ruhig blocken, und zwar da dann vor allem parallel, um den Seitenwechsel hinzubekommen. Das war so meine Taktik für den zweiten Satz. Aber wir werden merken, dass ich die eigentlich so Mitte des Satzes eigentlich verloren habe, diese Taktik. Deswegen bin ich jetzt mal selber gespannt. Ich sehe das Video auch zum ersten Mal wieder. Und schauen wir mal, was ich da fabriziere. Es steht aktuell 1:4. Da war jetzt mal ein Blockpunkt. 2:4. Gucken wir, was ich jetzt für einen Aufschlag mache. Aus der Vorhandseite. Er hat eine super starke Vorhand. Das heißt, er macht wenig direkte Fehler mit der Vorhand. Gerade bei der Aufschlagannahme, was mich überrascht hat, dass er da so sicher ist. Auch hier wieder. Gezogen von ihm. 6-2 für ihn. Da seht ihr halt, er möchte direkt am Tisch gegenziehen. Bedeutet für mich eher mit hoher Flugkurve zu spielen, weil das dann einen anderen Winkel von ihm erfordert. Und Schnitt zu variieren. Mal viel Schnitt zu ziehen, mal einen leeren, um damit er immer beschäftigt ist mit seinem Gegentopsen, den richtig einzustellen. Aber er trifft in dem Spiel schon öfters mal, das muss man sagen. Auch hier wieder der Spielzug erkennbar von einem klassischen Linkshänder. Weit raus in meine Vorhand und dann direkt den etwas langsameren Topsen erwarten und dann direkt mich in die andere Ecke schicken. Ja, sehr stark. Schöner Ball. Parallel gegengezogen. Das ist schon ein gutes Niveau, so früh den Ball zu nehmen und dann auch noch vor allem parallel dann zu spielen. Respekt. 5-7, aber ihr merkt, ich wurschte mich so jetzt mittlerweile ein bisschen durch. Und ich versuche halt den Anschluss nicht zu verlieren. 5-7, stand ja glaube ich zwischenzeitlich 2-6 jetzt. Noch einen Rückhandaufschlag. Den müsste ich normalerweise anflippen. Oder macht der Fehlaufschlag? Hat am ersten jetzt auch schon einen gemacht. Komm hier ran, bei mir. Ja, ihr merkt halt, ich habe den ersten angezogen. War okay, war ja ein langer Aufschlag. Aber er kommt dann in seinen offensiven Part. Das heißt, er geht das Risiko und zieht gegen. Und übernimmt das Kommando dadurch. Es ist sehr schwer, da weiterhin ja, den Druck zu erzeugen. Das habe ich jetzt hierbei nur gelöst, indem ich geblockt habe. Aber das ist eigentlich nicht mein Ziel, im eigenen Spiel so durchzubringen. Ja, lange Aufschläge wie vor und dadurch muss ich mir bei dem einfach verkneifen. Das ist dann einfach eine Einladung für ihn. Und da werde ich auch niemals einen Punkt mitmachen. Schlechter Return von mir, viel zu hoch. Aber dann gebe ich den Punkt auch auf. Das ist vielleicht so eine Sache, die möchte ich auch noch in meinem Spiel einbauen oder verbessern, dass wenn ich schon so einen scheiß Return mache, dass ich dann wenigstens zurückgehe und dann den Ball wieder fische. Ja, weil das kann ich ja, aber hier bleibe ich einfach stehen. Da war wieder der Vorhandaufschlag, weit in meine Vorhand auch. Hier mit der hohen Flugkurve hat gewirkt. Das hat ihn herausgebracht und hat ihn zum Fehler gezwungen beim Gegenzieher. Der war knapp. Aber 10-9.
Also es ist kein Spieler, der lange fackelt. Er ist wirklich sehr unangenehm zu spielen, weil er einfach er nimmt euch die Zeit einfach, weil durch dieses frühe Nehmen. Natürlich ist es mit Risiko verbunden, aber es ist schon schwer gegen ihn zu spielen, einfach weil er auch viel gegenzieht. Er blockt ja gar nicht auf der Vorhand. Hat unangenehme Aufschläge jetzt. Blocken ist einfach nicht. Das ist nicht genug. Da müsste ich mich, glaube ich, eher fallen lassen und dann gegenziehen. Weil ich glaube, mein Blockspiel jetzt in kurzer Zeit zu verbessern, ist schwierig. Jetzt wollte ich mal seinen Aufschlag kopieren, mal gucken, was er da damit macht. War jetzt Netzaufschlag. Der Gegner hat ihn gelockt und er ist im Laufen. Und dass er möglichst mir dann natürlich auch die offene Türen der Vorhand. 11 beide jetzt, ihr seht schon, Verlängerung hat begonnen. Geht auch noch ein bisschen was, glaube ich. Endlich mal eine Chance mit der Rückhand anzunehmen und zu eröffnen auch, aber diesmal leider drüber gegangen. Jetzt haben wir eine überrissene Angabe, das heißt mit Kick drin, hat er drüber gezogen. Das habe ich aber, glaube ich, gar nicht so realisiert in dem Moment. Das ist mir erst später aufgefallen. Wobei die Angabe ja irgendwie misslungen war, aber ich konnte irgendwie das nicht machen. Er sich noch gut gelöst aus. 12-13. Ich habe jetzt keine Pause gemacht, weil ich mich gut gefühlt habe. Das hat mich eher selber rausgebracht. Da war ganz, ganz knapp an die Kante. Auch sehr fair, dass er es direkt gezeigt hat. Top. Das ist Fair Play, also sehr gut, vor allen Dingen in so einer Situation. Schneller Aufschlag in meiner Rückhand. Und dann kommt gar nichts mehr von. Gar nichts. Es kommt kein Block, es kommt kein Konter, es kommt keine Gegenwehr oder ein Topspin, einfach nur stehe ich da. Ein neuer Aufschlag mit Seitunterschnitt, den er ins Netz gezogen hat. 14-14. Am Tisch, obwohl ich da schon echt extrem viel Rotation reingebracht habe, aber war zu flach und war mittig. Aber ist halt auch schwer, den dann in dem Moment noch zu platzieren. Da ging halt, jetzt habe ich eine überrissene Angabe gemacht, von mir drüber. Also, wenn man sich jetzt die letzten Punkte ansieht, dann habe ich hauptsächlich mit meinen Angaben gepunkt und das darf einfach nicht sein. Das darf nicht ausschließlich die Punktequelle sein in meinem Spiel. Ganz komisch getroffen. Die ganz komisch auf der Platte auch stehen. Und dann Luftschlag geschlagen. Eine Angabe und jetzt. Endlich. So, da haben wir den Satz. Aber war mehr, ja, war nicht überlegen. Das nächste Video.